RB Leipzig muss im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League auf Stürmer Timo Werner verzichten. Trainer Ralf Rangnick sagte vor dem Duell am Donnerstag Anstoß 18.30 Uhr bei Universität Tikajewa: Das Risiko ist einfach zu groß, dass was passieren könnte. Deshalb bleibt er zu Hause und wird trainieren. Werner hatte zu Beginn der Woche wegen muskulärer Probleme das Training abgebrochen und am Dienstag ausgesetzt. Am Mittwochvormittag absolvierte der 22-Jährige nur eine individuelle Einheit auf dem Platz. Am Sonntag in der ersten DFB-Pokalrunde bei Viktoria Köln soll er aber wieder zum Einsatz kommen. RB wird am Mittwochnachmittag mit 14 Feldspielern und 2 Torhütern nach Rumänien fliegen. Neben Werner fehlen Dayo Upamecano, Konrad Leimer und Peter Gulecsi. Rangnick verriet, dass die Stammspieler Marcel Sabitzer, Emil Forsberg und Yusuf Paulsen allesamt in der Startelf stehen werden, sie brauchen die Spiele. Das Risiko ist einfach zu groß, dass was passieren könnte. Deshalb bleibt er zu Hause und wird trainieren. Ralf Rangnick über Timo Werner Pressekonferenz. Der Coach äußerte sich auf der Pressekonferenz auch zu Torhüter Fabio Coltorti, dessen Zukunft bei RB weiter ungewiss ist. Rangnick: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass er noch einmal einen Vertrag bei uns unterschreibt. Für Marius Müller gäbe es dagegen einige Interessenten. Der Keeper, der bereits in der vergangenen Saison zum 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen wurde, könnte erneut verliehen werden. Die Leipziger hatten das Hinspiel gegen Craiova am vergangenen Donnerstag zu Hause mit 3:1 gewonnen. Rangnick: Wir müssen es seriös angehen. Wir haben genug Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Sollten die Leipziger siegen, müssen sie für den Einzug in die Europa League in den Playoffs am 23. und 30. August gegen FC Zorya Luhansk aus der Ukraine oder den SC Braga aus Portugal antreten. Dieses Thema im Programm MDR Fernsehen, MDR aktuell, 16. August 2018, 21:45 Uhr.